Bereits vor seinem Tod sorgt er immer wieder für Kontroversen, doch auch rund um Dieter Wedels Nachlass entbrennt ein erbitterter Streit. Der Star-Regisseur starb im Juli 2022 an den Folgen seiner Leukämieerkrankung. Seine Ehefrau Uschi Wolters erlag nur 13 Tage später ihrem Krebsleiden. Seither steht die Frage im Raum, wer einen Teil von Wedels Vermögen bekommen soll. Eine der angeblichen Begünstigten? ARD-Lottofee Franziska Reichenbacher, die bis zuletzt als Dieter Wedels engste Vertraute gegolten hat und als eine der wenigsten wusste, wie schlimm es zum Schluss um ihn stand. Gegenüber der Bild-Zeitung verrät nun ein Freund des ehemaligen Star-Regisseurs, Dieter und Franziska verbrachten regelmäßig Zeit zu zweit. Wenn Uschi verreist war, übernachtete Franziska bei Dieter in seiner Hamburger Wohnung. Eine intime Bindung, die sich nun auch auf monetärer Ebene zeigen soll. Denn laut Informationen der Bild-Zeitung soll Reichenbacher in seinem angeblich zweiseitigen Testament von Wedel bedacht worden sein. In dem Schriftstück soll es heißen, meiner treuen Freundin Franziska möchte ich 100.000 Euro hinterlassen. Aufgeschlüsselt in 50.000 Euro, die ihr sofort zur Verfügung stehen und 50.000 Euro, die bei der Bank bleiben und weiter verwaltet werden.